Heute möchte ich euch eine kleine Projektvorstellung machen zum Projekt Datascope. Arbeitstitel: Was passiert mit meinen Daten? Bevor ich da reingehe, zwei, drei Worte zu mir. Ich arbeite seit mittlerweile einigen Jahren bei Mediale Pfade als politischer Bildner und Medienbildner und bin allerdings, das schicke ich mal voraus, weil wenn nachher dann so schlaue Fragen kommen, könnte es sein, dass ich da ausweiche. Ich bin nämlich von Hause aus Philosoph. Das heißt, die technischen Themen versuche ich immer irgendwie auf Bildungsthemen runterzubringen. Das ist nämlich der Hauptbereich, in dem ich tätig bin, Bildungsarbeit. Genau, Mediale Pfade ist Teil des Projektes Datascope. Ich wiederum Teil von Mediale Pfade. Und ich möchte euch mal einen kurzen Überblick darüber geben, worüber es jetzt gleich in meinem Talk geht. Zum einen gebe ich euch eine kleine Projektübersicht, damit ihr einordnen könnt, wovon hier eigentlich die Rede ist. Dann werde ich ein bisschen was zu den Bildungsformaten sagen und nochmal zu der Methode, die wir anschlagen, um euch dann im nächsten Schritt auch nochmal ein paar Ressourcen mit auf den Weg zu geben, falls ihr Lust habt, Fragen, die sich im Projekt ergeben haben, weiter zu verfolgen. Kommen wir zu dem Projekt. Das ist vielleicht nicht die spannendste Folie, aber sie sagt ganz viel über die Art und Weise, wie das Projekt aufgebaut ist, auf. Und ich kann euch dann auch gleich verraten, worum es eigentlich in diesem Projekt geht. Ihr seht, da sind ein Haufen Leute beschäftigt und beteiligt dran. Das ist ein Projekt, das finanziert vom Bundesministerium Bildung und Forschung. Und zwar ein Verbundprojekt, bei dem am Ende drei Universitäten und zwei NGOs mitmachen. NGOs sind einmal wir, Mediale Pfade, und diejenigen, die den Lead in dem Projekt haben. Das ist Algorithm Watch. Außerdem noch die Universität Paderborn, die Viadrina und die Fachhochschule Potsdam. Und es ist ganz cool, dass wir tatsächlich diesen recht großen Umfang an Leuten und an Wissen mit im Boot haben, weil das Thema, um das wir uns kümmern, ist nicht ganz einfach. Datascope ist ein Projekt, was sich vor allen Dingen damit auseinandersetzt, algorithmische Entscheidungsfindungen zu untersuchen. Der Auftakt kommt von Algorithm Watch, einer NGO, die sich ohnehin mit der Frage beschäftigt, wie können wir Transparenz in algorithmische Entscheidungssysteme und algorithmische Empfehlungssysteme hineinbringen. Und es ist natürlich nicht ganz einfach, denn diese Empfehlungs- und Entscheidungssysteme, die algorithmischen Empfehlungs- und Entscheidungssysteme, funktionieren ja nicht einfach, indem da nachvollziehbare Funktionen im Hintergrund programmiert werden, sondern es sind häufig auch Blackboxes, denn auf der Grundlage von Machine Learning entwickeln die sozusagen eigene Modelle. Eigene Modelle, die dann wiederum von außen gar nicht mehr einsehbar sind. Die Frage, wie man trotzdem einen Einblick in diese algorithmischen Entscheidungsfindungen gewinnen kann, wie man sie transparenter machen kann. Eine Möglichkeit dafür sind sogenannte Datenspenden und das ist der Fokus des Projektes. Datenspenden haben sich bei der Erforschung von algorithmischen Systemen nämlich als recht vorteilhaft erwiesen. Wenn genug Leute Daten spenden und man diese Daten auswerten kann, kann es sein, dass man Muster innerhalb dieser Daten entdeckt, die wiederum verraten, auf welchen Grundlagen, mit welchen Faktoren ein Algorithmus bestimmte Empfehlungen rausgibt. Beispiele dafür sind zum Beispiel Citizen Browser von Markup, die Mozilla Rally oder OpenShufa. Das sind vielleicht Sachen, die ihr schon mal gehört habt. Seit Sommer diesen Jahres gibt es nun Datascope und zwar in technischer Hinsicht auf zwei Grundlagen. Einmal eine Datenspendeplattform. Das ist der Ort, wo alle Leute, die entschieden haben, bei der Entschlüsselung oder Belichtung von algorithmischen Entscheidungssystemen hilfreich zu sein, ihre Daten ablegen und hochladen können. Von dort aus werden sie dann gesammelt, strukturiert und ausgewertet. Die andere Ebene, technische Ebene von Datascope ist der sogenannte Scraper, ein Datensammelwerkzeug, was in unserem speziellen Fall für das erste Datenspendeprojekt
versucht hat, vor allen Dingen Daten über den YouTube-Algorithmus zu sammeln. Den YouTube-Empfehlungsalgorithmus. Vielleicht habt ihr die Erfahrung selber schon gemacht. Es gibt entweder die Autoplay-Funktion bei YouTube oder ihr habt rechts neben einem Video immer die 10 vorgeschlagenen Videos. In der Autoplay-Funktion würde er immer das erste Video spielen. Die Frage ist allerdings, wie kommt diese Liste von 10 vorgeschlagenen Videos zustande? Und es gibt viele Mutmaßungen, viele Ideen darüber. Wir glauben zum Beispiel zu wissen, dass unsere Abonnements, unsere Likes, unsere Watchtime damit einfließen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so sicher zu behaupten, vor allen Dingen in welchen Größenordnungen solche Faktoren eine Rolle spielen bei dem Empfehlungsalgorithmus. Ich erinnere mich noch an ein Einstiegsgespräch in diesem Projekt bei Datascope. Da war ich in einem Gespräch mit dem Professor von der Viadrina und der hat mir, wir waren gerade so bei dem Versuch, uns gegenseitig ein Verständnis von algorithmischen Empfehlungssystemen zu entwickeln, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, könnte man nicht annehmen, dass das, und er war so, sicher können wir das nicht sagen, aber das, und er meinte wieder, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, aber wir sind uns sicher, dass er nicht zufällig ist, oder? Ja, das können wir sagen. Okay, wir wissen, er ist nicht zufällig, aber was ist er darüber hinaus? Und was am Ende passierte, war, dass möglichst viele Leute diesen Scraper, dieses Datensammelwerkzeug, in Einsatz gebracht haben. Und nachdem dieses Datensammelwerkzeug genug Daten von dem persönlichen Profil zusammengestellt hatte, wurden die auf die Datenspendeplattform hochgeladen. Was wir dabei machen, ist zu diesen ganzen Fragen noch Lern- und Lehrszenarien zu entwickeln, vor allen Dingen für Schüler und Schüler im außerschulischen Bereich zwischen 14 und 21 Jahren. Darüber hinaus soll aber Datascope als Plattform und als Tool zum Datensammeln spätestens ab 2022 auch allen möglichen anderen Redaktionen und NGOs und Forschungseinrichtungen zur Nutzung zur Verfügung stehen. Das heißt, auch andere Einrichtungen, die Lust haben, Interesse haben, algorithmische Empfehlungssysteme auf der Grundlage von Datenspenden näher zu untersuchen, können die Infrastruktur nutzen und entsprechend die Werkzeuge für ihre Experimente anpassen. Was macht das Datensammelwerkzeug, der Scraper von Datascope? Der nutzt im Grunde genommen eine Methode, die verhältnismäßig krisensicher und wenig anfällig ist, die sogenannte Screen-Scraping-Methode. Das heißt, er liest am Ende nur den HTML-Text der YouTube-Seite auf, die ihr gerade aufgerufen habt. Was daran krisensicher ist, ist Folgendes: Es wurde extra nicht die API genutzt, um zu verhindern, dass unter Umständen im Zuge des Projektes von Seiten YouTubes Änderungen vorgenommen werden, die dann wiederum die Ergebnisse verfälschen. Die Sachen, außerdem ist die Frage, ob da unter Umständen von AGB-Seite und da YouTube dann irgendwas vornimmt und sagt, ja, vielen Dank, dass ihr da reingefuscht habt, aber wir kappen euch jetzt mal den Kanal. Die Screenscraping-Methode dagegen ist einfach die Nutzerperspektive. Das heißt, alles, was ihr aufruft als YouTube-Seite, wird von dem Scraper einfach als HTML-Datei ausgelesen. Der nutzt die Autoplay-Funktion und klickt sich dann quasi nebenbei, ohne dass ihr es seht, einmal durch die Watch-History und führt dann verschiedene Experimente aus. Von sogenannten Seed-Videos geht er aus oder nutzt Suchbegriffe und schaut, was der Empfehlungsalgorithmus für verschiedene Nutzerprofile auswirft. Dann testet er am Ende nochmal gegen, er loggt euch aus und schaut, wie die ganze Sache dann ausgeloggt aussieht. Es ist als Grundlage, muss man immer sagen, sobald man den Scraper aufmacht, seid ihr nicht automatisch eingeloggt. Das ist eine ganz wichtige Frage auch dabei gewesen. Die Entscheidung, ob ihr das tun wollt oder nicht, obliegt ganz und gar euch. Ihr könnt eigentlich auch einfach erstmal eine Demo-Version durchspielen, gucken, was eigentlich alles von euch gefordert wird. Es wird auf dem Scraper auch erklärt, was zu welchem Zeitpunkt tatsächlich stattfindet.
erst nach dem erfolgreichen Login auf euer Google-Konto geht es dann los. Und die Daten, die ihr dort sammelt, werden auch erstmal lokal nur auf eurem Rechner gespeichert. Das heißt, auch die Entscheidung über die Datenspende ist in dem Augenblick noch gar nicht getroffen worden. Dann gibt es, wie gesagt, Auslesen eurer History, verschiedene Experimente. Und dann, genau, wird das Ganze lokal gespeichert und in Visualisierung überführt, die ihr dann lokal auch schon anschauen könnt im Scraping-Tool. Und dann im letzten Schritt überhaupt erst mit eurer Entscheidung auf die Datenspendeplattform hochladet. Das zusammen mit einer Datenspendeerklärung. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, natürlich diese Datenspende zu widerrufen. Das ist Grundlage dieses Projektes. Der Scraper und die Datenspendeplattform sind beides Projekte, die auf GitHub veröffentlicht sind. Und auf dem Account von Algorithm Watch findet ihr dort die Zugänge. Das heißt, auch wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, das Ganze ist als Open Source natürlich angelegt. Seid ihr herzlich eingeladen. Ich habe die Entwickler erst gerade vor 3 Tagen getroffen. Einer von denen war auch mal als Mentor bei JugendHackt mit dabei. Das heißt, der wusste schon genau, worauf es sich einlässt. Mal kurz zu den Ergebnissen, die unsere erste Umfrage ergeben hat. Das erste Experiment oder das erste Pilotprojekt, was wir durchgeführt haben, war zu YouTube im Zuge der Bundestagswahl 2021. Das heißt, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, was empfiehlt der YouTube-Algorithmus eigentlich zur Bundestagswahl 2021? Entsprechend wurden auch dann die Ausgangsvideos zum Beispiel gewählt oder die Suchbegriffe. Und genau, diese Daten werden aktuell von der Viadrina-Universität ausgewertet, wurden auch schon im ersten Schub, gab es eine grundlegende Auswertung, sowohl durch Viadrina als auch durch Spiegel Online. Und die ersten Zwischenergebnisse, muss man an dem Punkt sagen, waren schon mal interessant, dass zum Beispiel der in dem Newsfeed, also es ist quasi der News-Channel, der so Schlagzeilen ausspielt, der Springer-Kanal von Springers Weltkanal auf jeden Fall sehr stark vertreten ist, alle anderen Kanäle abhängt, sehr prominent in den Top-Stories untergebracht ist. Die Vermutung liegt nahe nach den ersten Einblicken in die Datenspenden, dass es vor allen Dingen damit zu tun hat, dass der Weltkanal so viel und so regelmäßig veröffentlicht. Das heißt, offensichtlich werden in den Empfehlungen der News aktuellere Videos bevorzugt. Ein Kanal, der also regelmäßig viele Videos produziert und in den News landen will, wird präferiert, weil er aktuell ist. Die Frage ist dann gewesen, warum ist nicht unter unserem Tagesschau, die auf Platz 2 liegt? Die Vermutung hier liegt nahe, dass es unter Umständen mit der Monetarisierung zusammenhängen kann. Dass monetarisierte Kanäle, was öffentlich-rechtliche Kanäle per se nicht dürfen, natürlich von YouTube gefeatured werden, weil sie am Ende Geschäftsmodell sind. Das heißt, Monetarisierung bedeutet, hier ist es für YouTube okay oder YouTube holt sich hier die Erlaubnis vom Kanal ab, Werbung mit einzuspielen. Und das ist nun mal das Geschäftsmodell. Interessant war, dass da schon Hinweise drauf in den Daten abzulesen waren. Ansonsten sind ein paar Sachen, die nicht so überraschend sind. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Die Autoplay-Version favorisiert Abos, Likes und Watchtime. Was allerdings trotzdem spannend war in diesen Experimenten, die wir mit bestimmten Ausgangsvideos gemacht haben. Die Ausgangsvideos hatten unter anderem ein Video, was so eine Impfskeptiker-Perspektive hatte und wir wollten mal gucken, ob das in irgendeiner Art und Weise zu einem interessanten Empfehlungsalgorithmus führt. Tatsächlich sind nur ungefähr 10% der Spenderinnen mit sogenanntem Borderline-Content versorgt worden. Was ist Borderline-Content? Das ist all das, was in YouTubes Sprache so grenzwertige Inhalte sind, die noch nicht so per se verboten sind, aber schon irgendwie so Schwobler-Zeug haben. Also irgendwie Verschwörungserzählungen im Hintergrund stehen, die jetzt nicht vielleicht ganz explizit gemacht werden, aber so angedeutet und so weiter.
Genau, dieser grenzwertige Inhalt, den kriegen immerhin 10% der Spenderinnen mit in die Empfehlungen reingespielt. Eine erste Quintessenz aus dem Projekt ist also mit Sicherheit, YouTube versucht es am Ende allen Nutzerinnen irgendwie recht zu machen. Wir wissen, dass es ein Geschäftsmodell ist, was dahinter steht. Das ist kein Algorithmus, der sozusagen for common good arbeitet. Es ist kein gemeinwohlorientierter Algorithmus, sondern es ist auch ein Betriebsgeheimnis. Natürlich ist das Interesse auch von YouTube, möglichst zielgerichtete Empfehlungen an seine Nutzerinnen und Nutzer auszuspielen. Aber die dahinterstehenden Interessen sollte man dabei nie aus dem Auge verlieren. Es ist halt eine kommerzielle Plattform. Ich komme ganz kurz nochmal zu den Bildungsformaten. Ich sehe, meine Zeit neigt sich schon langsam dem Ende und ich wollte ja noch für ein paar Fragen zur Verfügung stehen. Wie gehen wir in so ein Thema jetzt in den Bildungsbereich rein? Es gibt zum einen schulische Formate, das ist nicht ganz unser Schwerpunkt, das macht die Uni Paderborn und die guckt sich so ein bisschen die Prinzipien so von kollaborativen Filtern ein. Das heißt also, wie zum Beispiel wird so eine User-Item-Matrix erstellt und wie können sozusagen User, die ähnliche Items favorisiert haben, neue Items aufeinander verweisen. Das ist ein ganz typisches Prinzip des kollaborativen Filterns. Die arbeiten dann sehr in Matrizenrechnungen und das ist ein sehr technischer Zugang. Das ist nicht so sehr unsere Idee gewesen. Unsere Idee will viel eher für eine breite Zielgruppe außerhalb der Schule dieses komplexe Thema algorithmische Entscheidungen und Empfehlungen als eine Art Türöffner benutzen, damit man sich überhaupt mal mit dem Thema auseinandersetzt. Weil ihr könnt euch vorstellen, es gibt Haufen Leute, die klappen einfach die Ohren an, wenn sie Algorithmus hören und die Frage ist, wie kriegen wir sie trotzdem dazu, über die Fragen nachzudenken, die sie ja in ihrem tagtäglichen Leben berühren. Entsprechend haben wir uns ein kollaboratives, storybasiertes Spiel ausgedacht, was vor allen Dingen remote und in Präsenz durchführbar ist. Wir wissen noch nicht so genau, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt, wissen aber sicher, remote funktioniert auch in Präsenz, andersherum leider nicht. Die Idee, die wir haben, ist ein, jetzt bin ich mir selber vorausgesprungen, ja, mache ich mal einfach. Die Themen, auf die wir fokussieren wollen, sind vor allen Dingen Themen, die nicht rein technisch orientiert sind, sondern die auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Hintergründe in algorithmischen Entscheidungs- und Empfehlungssystemen berücksichtigen. Und zwar zum einen, welche Ressourcen sind Daten eigentlich und inwiefern sind Daten Kapital? Welche Rolle spielen Algorithmen in kapitalistischen Verwertungsökonomien und welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Inhalte, die wir dann wieder auf so Plattformen wie YouTube, Instagram, TikTok und so weiter finden? Es kann durchaus sein, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon wahrgenommen, dass Menschen anfangen, Inhalte zu produzieren, um dem Algorithmus zu gefallen, was zu einer, ja, ich sag mal, gewissen Gleichförmigkeit führen könnte. Außerdem stellt sich die Frage in unseren Bildungsformaten, welche Rolle spielen Blackboxes und Betriebsgeheimnisse eigentlich vor dem Hintergrund vom Einsatz von Algorithmen und wie, und das ist sozusagen der Ausgang aus unserer Thematik, wie könnten trotzdem allerdings Algorithmen gemeinwohlorientiert eingesetzt werden? Welche Rolle spielen dabei Open Data? Welche Rolle spielt dabei Transparenz und eben auch der ganze große Bereich der Civic Science? Das heißt, einer Wissenschaft, die nicht nur an Universitäten betrieben wird, sondern bei der im Grunde genommen alle Leute teilnehmen können, was ja auch das Projekt Datascope auszeichnet. Als Datenspendeprojekt sind ja Mitglieder der Zivilgesellschaft, alle möglichen Menschen aufgefordert, dabei zu unterstützen, Erkenntnisse über algorithmische Empfehlungssysteme zu finden. So. Ich würde unsere Idee nur ganz kurz anspielen. Ich will sie vor allen Dingen nicht spoilern. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal unser Spiel tatsächlich auch hier auf JugendHack zu spielen. Aber ich sage mal so viel. Wir wollten nicht von irgendeiner bestehenden Plattform ausgehen, sondern haben gesagt, okay, es gibt da irgendwie so einen neuen heißen Scheiß. Plattform Fu ist irgendwie so eine Musikplattform, die aber voll auf live geht. So. Die interessiert sich gar nicht so für recorded content, sondern eigentlich will sie vor allen Dingen live content
unterbringen, ist eine Trendmaschine, hat vielleicht mit Musikalgorithmen schon ein bisschen mehr zu tun. Das heißt, sie hat auch eine Idee davon, wie Musik im Hintergrund funktioniert. Und als Spielende und die Teilnehmenden in unserem Workshop würden dann in diesem Zusammenhang in die Rolle von so Prosumerinnen schlüpfen, als Gruppen quasi so ein kleines Webstudio aufmachen und mit dem Ziel, irgendwann auf dieses Foo-Festival zu kommen, versuchen, dem Algorithmus wiederum auf die Schliche zu kommen. Denn das ist die eigentliche Idee. Wie können wir unsere Inhalte platzieren und anpassen? Ob das immer der beste Weg ist, wird dann in der Auswertung der Methode entschieden. Ziel ist es auf jeden Fall, gegen andere Gruppen, die dasselbe Ziel verfolgen, auf diesem Festival zu landen. Dort wird es, das so viel sei schon verraten, ein paar Überraschungen geben. Und auf diesem Festival dann auch nochmal darüber nachzudenken, was es uns jetzt eigentlich gebracht hat, dem Algorithmus hinterherzuspielen und Sachen zu machen, die von uns erwartet werden. Ich würde hier an der Stelle einfach abbrechen und euch nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich switch nochmal kurz hier rüber, will euch aber nochmal darauf hinweisen, dass wir hier im Bereich, wo ist das? Genau, dass wir zu dem Projekt von Ultralativ auch einen Beitrag von einem technikaffinen YouTuber bekommen haben. Den könnt ihr euch durchaus mal angucken. Der verweist auch aufs Projekt Datascope. Außerdem auch nochmal auf die Website von Datascope.net. Da sind erste Ergebnisse zu finden, plus die Spiegelauswertung. Und auch nochmal zu der Frage, was macht man überhaupt mit Datenspenden und was steckt hinter der Frage, wie solche Daten vorgehalten werden, unter Umständen auch für spätere Projekte. Stichwort Data Trust, dazu könnt ihr euch auch nochmal belesen. Die Präsentation, die ihr hier gesehen habt, die gebe ich euch frei, da könnt ihr alle reingucken. Das heißt, alle Ressourcen, die ich hier nochmal untergebracht habe, könnt ihr auch gerne nochmal anschauen. Dort ist auch nochmal der Hinweis auf den GitHub-Account von Algorithm Watch, wo das Projekt Datascope abgelegt ist. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, an euch. Fragen zu dem Projekt. Okay. Ja. Ja, okay. Ich hätte die Frage Richtung, wie kann man den Daten wirklich vertrauen? Ich schätze mal, viele Daten sind jetzt zum Beispiel von einem YouTuber neu hinzugekommen oder eben von einzelnen Plattformen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt von den Blasen, die eben nicht in den populären Nachrichten aufkommen. Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass diese Daten sind kein Querschnitt. Das heißt, wir haben nicht zufällig eine Auswahl von Datenspenderinnen vorgenommen, eine zufällige Auswahl, die möglichst breiten Querschnitt abbildet, sondern Datenspende hat per se immer das Problem, dass nur die Leute, die tatsächlich Lust haben, Interesse haben, sowas mit nach vorne zu bringen, die wiederum zu einem bestimmten Milieu gehören, tatsächlich ihre Daten spenden. Dazu kommt noch, und interessant, weil du es eben sowieso angesprochen hast, wir haben einen massiven Spendenzuwachs in dem Augenblick bekommen, wo das Video von Ultralativ gelauncht ist. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass das eine sehr ausgewählte Community ist. Das sind nämlich die Leute, die Ultralativ gucken, so. Und damit haben wir zum Beispiel schon eine ganz klare Verzerrung. Wir machen so kleine demografische Abfragen, nicht viel, aber zum Beispiel Geschlecht und Alter. Und dann war schon relativ klar, okay, ja, viele Typen. So, das sind natürlich Daten, die müssen im besten Fall, um die aussagekräftig zu halten, die Daten, mit abgefragt werden, um sie entsprechend wenigstens einzuordnen. Wen wir gar nicht sicher erreichen können, das sind genau die Schwurbler. Wir haben es ein bisschen versucht, wir haben bei den Suchbegriffen Gendern und Impfpflicht einfach mal so mit untergebracht, in der Hoffnung, das triggert vielleicht diese Bubbles. Aber das können wir natürlich aus den Daten nicht rauslesen und insoweit, die Daten sind nur beschränkt repräsentativ. Man muss das mitdenken. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem was über die Funktionsweise des Algorithmus sagen. Ne? Natürlich. Ja.
Aber danke. Oder? Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier bist.